und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Scones. Und zwar ist das ein Kleingebäck, das kommt aus England. Dort gibt es die Sorten in süß, aber auch in salzig. Und ich mache heute eine süße Variante. Die ist total einfach gemacht, wenige Zutaten, vegan, kommt ohne Zucker aus und schmeckt einfach super lecker. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Ich mache heute Heidelbeer-Scones und dafür braucht ihr folgende Zutaten. Ich habe hier Dinkelmehl, Dinkelvollkornmehl gemischt mit Type 630, eine Prise Salz, 2 Teelöffel Backpulver, etwas Tonkabohne, ihr könntet zum Beispiel auch Vanille verwenden. Tonkabohne hat einen Vanillegeschmack, gemischt mit so Marzipangeschmack, schmeckt super lecker. Dann braucht ihr eine Kokosmilchdose, die müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann teilt sich das auf in Kokoswasser und Kokoscreme. Und es muss eine Vollfett-Kokosmilchdose sein und ungefähr 90% Kokosextrakt enthalten, denn dann ist der Cremeanteil viel größer als das Wasser und wir brauchen hauptsächlich die Creme und ein bisschen von dem Wasser. Und dann brauchen wir natürlich noch Heidelbeeren. Als erstes kommen die trockenen Zutaten in eure Schüssel und dort vermengt ihr sie kurz miteinander. Als nächstes müsst ihr dann die Kokoscreme von dem Kokoswasser trennen und die Kokoscreme dann zu euren trockenen Zutaten hinzugeben. Dann gebt ihr noch ein bisschen von dem Kokoswasser hinzu, vermengt das Ganze mit den Händen und bei einem veganen Teig muss man immer darauf achten, ihn nicht zu lange zu kneten, also wirklich nur kurz und schaut darauf, dass die Kokoscreme wirklich frisch aus dem Kühlschrank kommt, dass sie richtig schön durchgekühlt ist. Wenn ihr dann einen Teigklumpen habt, dann gebt ihr noch die Heidelbeeren hinzu und mischt die vorsichtig unter. Dann kommt die ganze Masse auf ein mit Backpapier belegtes Blech und dort könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen bemehlen, falls es zu klebrig ist. Jetzt formt ihr daraus einen schönen Kreis mit ungefähr 5 cm Höhe und dann schneidet ihr das Ganze in 8 Stücke und zieht es ein bisschen auseinander. Und so kommen die Scones jetzt in den Backofen und zwar für 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Umluft. Und das restliche Kokoswasser könnt ihr aufheben im Kühlschrank und zum Beispiel für Smoothies verwenden. Und so sind meine Scones jetzt fertig gebacken und wer möchte, kann jetzt noch ein bisschen Puderzucker drüber geben oder Kokosmehl. Das sieht auch aus wie Puderzucker, nur hat den Vorteil, dass es nicht einzieht. Oder einen Guss machen aus Puderzucker, ein bisschen Zitronensaft für mehr Frische oder Wasser, geht natürlich auch. Und ich habe jetzt hier heute Birkenpuderzucker, das eignet sich auch sehr gut. Und so sind meine Scones fertig. Total lecker, total einfach, perfekt zum Kaffee oder sogar zum Frühstück und auch noch super gesund, kaum Zucker enthalten, perfekt. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wenn ihr etwas ausprobiert habt, dann freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr immer, wenn ihr mir Fotos schickt und das geht am besten über Instagram. Da könnt ihr den Hashtag FrauJanik benutzen, dann kann ich das nämlich sehen. So, wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog fraujanik.com. Nicht vergessen, da habe ich alles für euch aufgeschrieben. Ich gehe jetzt hier leckere Scones essen, wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.